Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gothic. Und ich habe beim letzten Mal versprochen, hier runter zu springen. Oder genauer gesagt, diese Höhle hier zu erforschen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das so eine gute Idee... Ah, wobei, hey, das sah tiefer aus, als es ist. Ich glaube, da komme ich sogar wieder hoch. Oh, natürlich komme ich ja wieder hoch. Ganz gemütlich. Wow, was ist das? Ach so, ein Nightcrawler. Na komm her. Hey! Ah, noch einer. Hä? Bin ich jetzt nicht genau da? An der Stelle, die ich von oben gesehen habe? Keine Ahnung. Schnappe ich mir nochmal die Fackel und schaue mich ein bisschen um. Okay, hier ist nichts. Außer Spinnweben. Barbarenfaust. Ein paar Tränke. Minecrawler-Eier. Okay, da hätte Korkalom seine rege Freude daran. Ein bisschen Trank. Gut, mit Minecrawler-Eiern. Kann ich die jetzt eigentlich ausschlürfen, um Magie zu gewinnen? War da nicht was? Ich glaube nicht, ne? Nee, kann ich nicht. Schade. Was habe ich gerade gefunden? Eine Waffe, genau, eine Waffe. Nämlich die Barbarenfaust, die eine Verbesserung zu meiner vorigen Waffe darstellt, aber nicht zu meiner jetzigen. Schade eigentlich. Ich vermute ja, das ist tödlich, da reinzuspringen. Ich will es mal lieber nicht ausprobieren. Habe ich den ausgenommen? Nö, ja, habe ich. Also, nö, nichts zu holen. Ja, ausgenommen. Für die Minecrawler-Eier hier jetzt eigentlich sind? Keine Ahnung. Gute Frage. Ich weiß es nicht, weil die Quest ist ja eigentlich schon längst vorbei. Vielleicht ist es einfach dafür da, zu zeigen, hey, guck mal, das sind nicht nur Quest-Items, sondern die Minecrawler legen auch einfach so Eier für sich. Kann ja auch sein. Ja, das Tagebuch habe ich gesehen, aber ich möchte zuerst an diese Kiste. Ein paar Fackeln, ein paar Bolzen. Ich glaube, das füllt nur um 50 auf. Das ist interessant. Und 478 Erz, wow. Davon habe ich ja auch nicht genug. Das Amulett, genau. Was bringt das? Ich habe hier Schutz vor Feuer 20. Ich könnte stattdessen haben... Schutz vor Feuer 10 und Magie 8. Ah, das habe ich doch schon. Ich glaube, ich nehme mal lieber wieder das da oben, statt das Org-Amulett, weil so viel Feuer kriege ich hier doch nicht ab. Und dann ist mir vor allem das Mana, glaube ich, doch einiges mehr wert. Und dann schnappe ich mal das Tagebuch hier. Und dann schauen wir da mal gemeinsam rein. Ich glaube, der Götter war es wohl nicht, oder? Was? Nee. Warum? Tagebuch, genau, das da. 23. Tag, ich habe das Zeitgefühl verloren. Ich schätze, es ist 23 Tage her, seit uns die Orks gefangen genommen und zur Arbeit gezwungen haben. Die Arbeit ist hart und die Bastarde haben keine Gnade, wer schwach ist, ist tot. Ich will hier abhauen, egal wie. 5 Tage später, wir mussten die Stollen noch weiter in den Berg hineintreiben. Der vordere Bereich ist schon gigantisch, wenn ich nur wüsste, für was wir das tun müssen. Ich habe erzählt bekommen, dass diese Priester der Orks keine Herzen mehr hätten, aber wie könnten sie leben? Außerdem habe ich das Schwert gesehen, vor dem sich die Priester so fürchten. Hätte ich es nur, ich würde es ihnen in ihren Körper jagen. Das Schwert liegt in einem Raum im vorderen Bereich des Tempels, wird aber von einem Priester bewacht. Ich werde flüchten. Mein Tagebuch lasse ich hier liegen, vielleicht hilft es irgendjemandem mal. Diese Priester haben also keine Herzen mehr. Und es gibt mindestens ein Schwert, mit dem ich entweder diese Herzen oder diese Krieger, vielleicht auch beide, töten kann. Interessant. Leider habe ich den Namen dieses Unglücksrabens, der hier zur Arbeit getrieben wurde, jetzt nicht erfahren. Ah, und ich schätze, ich war gerade da unten irgendwo. Warum kannst du hier nicht weiterlaufen? Da ist doch alles offen. Vielleicht von hier aus mal probieren. Yep, das funktioniert einwandfrei. Da dumm, die dumm speichern. Wenn ich hier über Lava balanciere. Oh wow, hier geht's ja auch nochmal weiter.
Oder ist das einfach nur ein... Was ist denn da drüben? Geht's da weiter oder wäre ich da... War ich da unten gerade? Ich glaube, da unten war ich gerade. Da unten waren die Minecrawler. Also ist das jetzt ein zweiter Weg hierher? Neben dem hochgefahrenen Tor bei der Brücke, bei dem Schalter, der runterfährt? Oder ist das hier ein anderer Bereich? Ich weiß es nicht. Was ich meine ist halt, wenn ich jetzt weitergehe, habe ich halt wieder die Gefahr, dass ich hier was übersehe. Und ich vermute, das hier könnte der andere Weg hierher sein. Deswegen würde ich hier gerne mal... Ach nein, ach nein, ach nein, ach nein. Hier ist die Falle mit den... Mit den Stacheln, okay. Die wieder zum Anfang führt. Gut, was gibt's hier? Nichts. Und wenn es hier nichts gibt, dann gehe ich da auch nicht hin. Das sehe ich gar nicht ein. Ich bin allerdings ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, ich trinke mal ein bisschen was. Bevor ich hier noch irgendwie untergehe oder so. 40, komm, gib ihm. Also 38 eigentlich. Nee, 48? 48? Keine Ahnung. Das waren 48. Oh, passt. Das hier sieht aus wie eine nach unten geklappte Brücke. Oder eine eingestürzte Brücke. Quatsch, eine da unten geklappte Brücke. Nee, oder? Das glaube ich jetzt nicht. Vielleicht doch? Hm, wer weiß. Schauen wir mal, was es hier noch so alles gibt. Vielleicht einen Schalter oder so. Und vielleicht klärt sich das Ganze dann, ja? Ich finde es jedenfalls schön, dass die Fackeln ja unten so ewig brennen und nie ausgehen. Guten Tag. Ich möchte gerne Ihren Dämonenschein sehen. Wie, die Dämonen sind nicht angemeldet? Also, wenn die Dämonen nicht angemeldet sind, dann muss ich sie leider verbannen. Ohne Dämonenschein dürfen sie keine Dämonen halten. Ah, ein Schalter. Interessant. Was wohl passiert, wenn ich den drücke? Aktiviere? Drücke? Drehe. Drehe. Drehen ist das richtige Wort. Drehen. Hm, noch nichts. Wahrscheinlich gibt es hier wieder mehrere von den Schaltern. Schätze ich jedenfalls mal. War ja bisher eigentlich immer so, dass es drei oder so gab, ne? Die ich dann in der richtigen Reihenfolge betätigen musste. Hier ist ja wahrscheinlich der zweite drin. Was ist da drüben? Vielleicht der dritte? Könnte sein. Wahrscheinlich ist da der dritte. Ich glaube nicht, dass zwei alle sind. Na, komm her. Mir fehlen immer noch 4000 Erfahrungen für die nächste Stufe. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich hier nochmal eine Stufe aufsteige. Ja, wobei vielleicht noch eine. Dann bin ich Stufe 30. Aber das war's dann, glaube ich, auch schon. Weil die Abstände zwischen den Stufen, also die Anzahl der Erfahrungspunkte, die ich brauche für Stufe, von Stufe zu Stufe, die werden ja auch immer größer. Aber die Gegner geben ja nicht entsprechend mehr Erfahrungspunkte, sondern es halt immer länger dauert, bis man levelt. Ich habe 41 Lernpunkte. Ah, die müsste ich irgendwann mal investieren. Ah, da hinten ist dann der dritte Schalter. Kann ich da nicht einfach rüberhüpfen? Oder wahrscheinlich ist da die Schräge, also die Klippe hier genau deswegen so abgeschrägt, dass man dann nicht rüberspringen kann. Würde ich wetten. Wer weiß, was mich darin erwartet. Ich speichere mal. Lalalala. Ich bin so ein kleiner Feigling. Links, rechts. Hä? Huh? Nur einer? Wie nur einer? Wie nur einer? Ich fühle mich unterfordert. Ist der andere hier gestorben? Ein Skelett hinterlassen? Das glaube ich jetzt eher weniger. Ich glaube nicht, dass ein Dämon ein Skelett hinterlässt.
Na gut, dritter Schalter. Und was passiert? Was passiert? Bisher nichts. Haha! Ah, nicht hochgeklappt, sondern ausgefahren. Das ist so eine Ausfahrbrücke, die hat sich quasi von rechts nach links jetzt geschoben. Oder andersrum? Keine Ahnung. Jedenfalls ist die Brücke jetzt da und bereit zur Benutzung. Kann ich jetzt von hier aus wieder darüber? Nee, ne? Ah ja, klar. Da ist was. Okay, doch nicht. Lieber nicht. Lieber nicht darunter. Ich weiß zwar nicht, was die Lava mit mir macht, aber ich vermute, dass es nicht allzu freundlich sein dürfte. Ich meine, im schlimmsten Fall bin ich tot und vergessen für immer und ewig. Und im besten Fall werde ich konserviert als Lavaleiche und in 2000 Jahren ausgegraben von irgendwelchen Archäologen. Fände ich auch nicht so gut. Hatte ich hier nicht irgendwo meine Fackel liegen gelassen? Ich habe nämlich nur noch 10 von den Dingern gerade. Na egal. Halb so wild. Hab ja noch 10. Ist das ein Weg nach oben, die Schräge? Nein. Ach, das ist nur so ein kleiner Tick von mir von einem anderen Spiel. Es gibt ein anderes Spiel, das ungefähr genauso alt ist und ungefähr auch diese Qualität von Grafik hat. Und da gibt es halt einen Weg an der Wand, der so schräg nach hinten oben führt. Und wenn man halt in die richtige Richtung, in der man das Level durchspielt, vorbeiläuft, dann sieht man das halt einfach nicht. Wenn man dann aber ewig rumforscht und mal in die andere Richtung da vorbeiläuft, dann ist es halt offensichtlich, dass da, wow, dass da ein Weg nach oben führt. Und das sieht aus wie eine Stachelfalle. Deswegen ich hier speichere und zur Sicherheit das Ganze gleich dreifach. Ich will ja nicht sagen, ich hab's gesagt. Aber ich hab's gesagt. Okay, wie kriege ich die jetzt aktiviert? Gibt es da irgendwo einen Schalter? Ah. Okay. Das wiederum finde ich etwas unrealistisch. Warum werde ich erstochen oder erspießt, wenn ich einfach reinlaufe, während die Stacheln schon ausgefahren sind? Verstehe ich nicht. Na gut, ich brauche jetzt hier eine Fackel, hier ist zu dunkel. Da drin ist, glaube ich, der letzte von den 5 Schamanen, oder? Wie viele habe ich denn umgebracht? Ich zähle 3. 3 Schwerter. Ich weiß es nicht. 1, 2, 3. Ich zähle 3. Das heißt, das da drin ist der vierte, nicht der fünfte. Was haben wir hier? Ah, ein Eingang. Interessant. Ich möchte trotzdem erstmal komplett außen rumlaufen. Einfach um sicher zu gehen, dass ich hier nichts übersehe, dass hier nicht noch irgendwelche Gegner rumlaufen, die mir dann in den Rücken fallen oder so. Okay, da ist auch nichts. Dann habe ich hier wohl keine andere Wahl als da reinzugehen, über den Hintereingang und mich Varak Ruschk zu stellen. Varak Ruschk. Okay. Interessanter Name. Diese Orks haben interessante Namen. Besser als, nein, ich sage jetzt hier keine lächerlichen Namen. Da mache ich mich nur unbeliebt bei den Zuschauern. Ja. Diesen Kampf, den hebe ich mir gerne auf fürs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.